3 Tage Bad ist super. Aber diese großen Bärte nicht, nee. Am besten der Vollbart und am besten ein bisschen länger. Wenn das eben so ein wirklicher Vollbart ist, besonders bei jungen Männern, mag ich es nicht so. Ich finde, es sieht männlich aus, ist schön, gefällt mir auf jeden Fall. Bärte, die einen lieben sie, die anderen hassen sie. Und er bringt sie in Form. Alex Toretto. Für den 26-Jährigen sind Bärte nicht nur Modetrend, sondern Lebensgefühl. Eines für echte Kerle. Und die gehen zum Barbier. Nur zum Barbier und nicht etwa zum Friseur. Wer hat noch in Berlin hier? Friseure machen Frauenhaare und Barbiere machen Männerhaare. Ja? Friseure machen Strähnen, Barbiere machen Rasuren und schneiden Bärte und Haare und kümmern sich einfach um das Wohlergehen des Mannes. So, das ist der Unterschied vom Friseur zum Barbier. Ja? Wellness für echte Kerle. Latte Macchiato sucht Mann hier vergeblich. Stattdessen gibt's Bier und Whisky. Dazu einen klassischen Haarschnitt und perfekt gestutzten Bart. Die Beratung fällt typisch männlich aus. Klare Ansagen statt vieler Worte. Du hast ein breites Gesicht, Schiss. Und deswegen, wenn der Bart an den Seiten schmaler wird, dann wird dein Gesicht nicht so breit. Seiten mache ich dir 3, ist okay, oder? 3? Machst du beruflich? Informatiker. Versuch doch mal 9. Ich habe eine Vergangenheit. 9? Damit du weißt, was in der Vergangenheit war. Wir einigen uns auf 6. Mach 3. Der Barbier hat immer recht. So lautet eine der Regeln hier. Regel Nummer 2 ist, wenn du mich Friseur nennst, zahlst du 2 Euro. Zur Auswahl stehen beim Barbier nur eine Handvoll klassischer Männerschnitte. Zum Beispiel die Tolle oder der Fassonschnitt, bei dem die Haare im Nacken kurz und ohne Übergang geschnitten werden. Wenn man hierher kommt und man zeigt auf ein Bild, dann weiß ich schon, was er will und er weiß dann auch, was er will. Und so vereinfachen wir das alles mal ein bisschen. Zwischen selbstgebauten Möbeln aus Europaletten und 50er-Jahre-Designerstühlen werden auch bei harten Kerlen Beauty-Tipps zur Bartpflege ausgetauscht. Man sollte kein Haarshampoo nehmen für die Kopfhaut. Man sollte schon ein Shampoo nehmen fürs Gesicht. Oder, wenn man Bienenwachs sieht, das kann man sich auch im Bart machen. Der Bart glänzt, der Bart riecht ganz gut, die Haut wird gepflegt, ja. Seinen Kunden schmiert er trotzdem keinen Honig um den Bart. Hier wird nicht lang gefackelt. Machen wir einfach mal. Vertrau mir einfach. Ja, machen wir. Ganz ehrlich. Jungs, wir haben neue Trophäen. Das muss man mögen. Er sagt, wo es lang geht. Neue Trophäen, Jungs. Geil. Meine Kunden haben meistens keine Rechte. Ja? Ich sag immer so, ich höre gerne zu und lass sie auch dann labern, aber ich meine, als Laie hast du halt nicht so viel Ahnung, wie ich jetzt als Barbier. Und deswegen werde ich halt von vornherein schon sagen, dazu, ich mache das so und so. Und im Endeffekt, kein Kunde geht hier mit einem scheiß Haarschnitt raus oder unzufrieden. Und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Erzieher Simon Lange aus Offenbach vorher und nachher kaum wiederzuerkennen. Und auch Informatiker Dennis Radley aus Aschaffenburg vom wilden Zausel zum kernigen Bartträger. Beide Kunden sind zum allerersten Mal hier. Gefällt mir super, ist besser als ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Und jetzt trinke ich in Ruhe noch mein Bier und dann werde ich mal nach Hause fahren, meiner Freundin das zeigen. Du hast die Leute, du kannst mit denen reden, obwohl du eigentlich beruflich mit denen nichts zu tun hast, du wirst sie draußen nicht ansprechen. Du hast ja auch Spaß, wenn du haben willst. Und auch wenn du wirklich Lust drauf hast, kannst du ja auch das Ganze nicht ganz locken. Du kannst den ganzen Samstag hier verbringen. Mindestens 45 Minuten nimmt sich Alex pro Kunde Zeit. Schnitt und Rasur ist hier noch Chefsache. Kosten für Haar- und Bartschnitt 36 Euro. Vor gerade 7 Monaten hat er den Laden in Frankfurt-Bockenheim eröffnet. Inzwischen müssen die Kunden 6 bis 8 Wochen auf einen Termin warten. Oder es samstags ohne versuchen. Barbershop? Wir machen um 11 Uhr auf und schließen um 18 Uhr, aber ich würde dir empfehlen, auf jeden Fall vor 11 zu kommen. Die meisten, ja, die schaffen es schon um 7:45 hier zu warten, bis 11. Angefangen hat Alex Toretto ganz klassisch mit einer Friseurlehre. Beendet hat er sie nie, denn das Herz des Griechen, der eigentlich Alexandros Velios heißt, schlug von klein auf für das Barbierhandwerk. Mein Opa ist damals immer zum Barbier gegangen, hat sich mal rasieren lassen. Und irgendwie war das als Kind so... Ey, war was voll Geiles. Du bist da hingegangen damals, es war wie so ein griechisches Café. Du hast dich hingesetzt mit den Opas, da haben die halt Geschichten erzählt und du hast halt gelernt, wie du erwachsenen Männern die Hand gibst oder wie du dich zu verhalten hast. Und irgendwie war das halt als kleiner Junge für mich eine riesen Inspiration, wie damals andere Kinder vielleicht Piloten werden wollten oder so. Wollte ich Barbier werden. Heute bezeichnet er seinen Barbershop auch als Hobbykeller für Männer. Rauchen, trinken, fluchen, alles erlaubt. Nur Frauen müssen immer draußen bleiben. Also bei allem Respekt.
Ja, heute macht Alex eine Ausnahme für unser Team, genauer gesagt für mich. Alex, warum ist das so, dass Frauen hier keinen Zutritt haben? Meiner Meinung nach passt es nicht. Es ist ein Platz für Männer, ja, damit sie mal wieder Mann sein können. Es gibt zu viele Sachen für Frauen, wo nur Frauen rein dürfen und bei mir dürfen halt nur Männer rein. Wem es nicht passt, der soll zum Friseur gehen. Klare Worte, klare Schnitte. Ein Barbier der neuen Generation.